Let's kick Shell! Eigentlich hatte ich ja vor, Castlevania Area of Sorrow anzufangen, aber dann hätte ich ja drei große Projekte nebeneinander laufen und das wäre schon ein bisschen viel Arbeit. Aber da ich ein bisschen Abwechslung brauche zwischen den ganzen RPGs, die ich zurzeit spiele, weil die ganze Zeit nur auf rundenbasierende Kämpfe zu hoffen und zu spielen, ist nach einer Zeit schon ein bisschen langweilig. Dachte ich mir, dass ich jetzt hier ein bisschen Turtles in Time spiele. So, das war jetzt schwer. So, Raphael ist der Beste. So, das müssen wir uns nicht anschauen, denn jeder kennt dieses Spiel und jeder liebt es. Ich spiele zum ersten Mal auf Hard. Ich habe es, glaube ich, noch nie auf Hard gespielt. Hoffentlich werde ich nicht abkacken. Oh, das läuft schon ziemlich gut. Und okay. Oh. Ich muss das gar nicht so machen. Und ziemlich schwer nebenbei noch hier zu labern, finde ich. Weil so viel Action hier so ist. Aber es wird schon irgendwie klappen. Ey. Diese, wie nennt man die nochmal? Fußsoldaten, ne? Ne, Foot Soldiers. Ja, doch, Fußsoldaten. So, komm her. Okay, bis jetzt ist es noch nicht sehr schwer, ist aber auch das erste Level. Ja. Und Pizza. Jeder Turtle liebt Pizza. Das kann ich kaputt machen und ja. Ey. Okay, dich nehme ich gleich. Oh. Ach komm. Ob rot, lila, blau oder gelb, ich mache euch alle platt. Ja. So. Oh, was. Ah, ja, stimmt. Das war Krang, ne? Aber es war nur sein. Das ist hier nur sein Megaroboter. Der ist eigentlich viel kleiner. Ey. Ja, dich kriege ich auch noch. Wow. Und tschüss. Wurde ich schon einmal abgetroffen? Ich glaube nicht. Aber ich spiele auch sehr vorsichtig. Oh. Der hat mich fast die Kugel erwischt. Verdammt. Ah, Raphael ist der Beste. Er ist auch der schnellste von allen vieren bei diesem Spiel. Oh. Da wäre ich fast einmal abgezopfen. Früher habe ich immer Donatello genommen. Weiß der Geier warum. Das war der lahmste. Der hatte nur eine coole Reichweite. Und schon kommen wir zum ersten Boss. Baxter. Oh. Ey. Ja, die Pizza will ich mir sparen, obwohl ich glaube, ich werde eh nicht sterben bei diesem Boss. Oh, Mann. Ich habe es lange nicht mehr gespielt. Tut mir leid, wenn das jetzt. Ey, das war jetzt. Jetzt genug. Tut mir leid, wenn das jetzt ja ein bisschen länger dauert. Yeah. Ja, du. Lästige Fliege. Ja, komm, er ist mir egal. Energie wird eh wieder aufgefrischt, wenn ich das Level geschafft habe. Ey, ich hab dich getroffen, Mann. Aber der schlimmste Gegner kommt ja noch erst viel später. Und damit meine ich nicht Shredder. Komm runter und kämpf wie ein Mann und nicht wie eine Fliege. Und das war's auch schon. Ja. Selbst Fliegen können explodieren. Cowabunga! Yeah, das Spiel macht echt Spaß. Alicat Blues? Was mich hier wohl erwartet? Ja. Hier werden die Gegner ein bisschen anders geworfen. Aber ist genauso effektiv. So ein Typ mit Schwert. Und wieder normale Viecher. Ey, dich wollte ich eigentlich auch werfen. Genau das meine ich.
Ja, dachtest du wohl. So, Pizza? Nee, erst für später. Genau, diese Viecher sind auch mies. Dann wirst du mich erwischt. Hahaha, ich bin einfach zu stark. Nein, das sollte ich lieber nicht sagen. Gleich verkacke ich und dann habe ich am Ende nur Scheiße gelabert. Komm her, du. Schau, was von Schildkröten-Karate gehört? Anscheinend nicht. Sonst würdet ihr nicht gegen mich kämpfen. Ah, vier Gegner auf einmal, aber bringt nicht so viele Punkte. Oh, dieser Sack. Da bin ich extra nach rechts gelaufen, aber ich habe nebenbei noch ein kleines Leben bekommen. Wow, die ziehen ja ganz schön viel ab. Au, 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 ich sterb gleich. Verdammt. Ziehen die vielleicht ein bisschen mehr ab als auf normal? Kann das sein? Egal. So, schnelles Vergnügen hier. Ja, genau so wollte ich dich nehmen. Ey! Wo ist er denn? Hm, verschwunden. Ja, komm her, komm her, komm her, komm her. Ja. Als ob mich dieser Gullideckel jemals treffen würde. Okay, ich sollte die Pizza vielleicht nehmen. Ich hatte zwar voll Energie, aber gibt ja auch Punkte. So, man kann in dieses Loch fallen, aber es zieht keine Energie ab. This cave is creepy. Ich hatte das Spiel noch auf Japanisch. Früher als Kind. Deswegen wusste ich nie, was er gesagt hat. Jetzt weiß ich's. Und wie heißt du? Keine Ahnung, M-Head. Oh. Ist aber gar nicht. Ey! Nice. Zum Kotzen hier, dieser Gegner. Wieso? Ja, so einfach bin ich nicht zu bezwingen. Ja, komm her. Aber noch lange nicht so nervig wie die Fliege. Wow. Wow, er ist noch nicht kaputt. Aber er hat mich fast kaputt gemacht. Krass. Also auf hart ist es schon ein bisschen schwieriger. Naja, so soll es ja auch sein. Oh yeah, Kawabanga. Ich kann es nicht oft genug sagen. So. Sewer Surfen. Waren das etwa Pizzamonster? Hieß noch so, oder? Auch nicht schlecht, so ein Level. Oh! Wow! Ja, ist schon anders, muss ich sagen. Diese Minen kommen auch eigentlich erst später, also diese roten Stacheldinger, die im Wasser schwimmen. Nee, komm. Junge, lass es sein. Lass es sein, habe ich gesagt. Echt? Ah! Boah, diese Orangen sind ganz schön mies. Schon wieder. Ich bin auch zu blöd irgendwie. Aber es macht die Sache ja witzig. Wäre ja auch sehr langweilig, wenn mir keine. Oh! Missgeschicke passieren würden. Au! Ey! Au! Oh. Oh, ich wollte die Pizza haben, deswegen. Wow, ich bin kaputt gegangen wegen diesen Kack Dingern hier, ey. Ich glaub's nicht. Autsch. Mir ist das abgezogen oder hab ich. Oh, dieses Spiel. Oh. Ja, nicht mit mir. Mann, schon wieder ein Leben verloren. Das regt mich ein bisschen auf.
Ja, Pizzamonster hießen die, genau. 6 Stück habe ich von denen gekillt. So, und was kommt jetzt? Der nächste Boss natürlich. Red King, wenn ich mich nicht irre. Ja, genau. Fastest Shoes and then the world. Au! Wie konntest du mich treffen? Au! Ja, so ist gut, ey. Lass mal deine Raketen aus dem Spiel. Au, 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 ich gehe gleich kaputt. Das war nicht nett. Keine Rakete mehr, keine Rakete mehr. Danke, dass du mir diesen Gefallen tust.